Moin YouTube, was geht? Willkommen zu mir auf meinem Kanal. Ich bin Jonas aka Mr. X und wir schauen uns heute das Satter Hugo Video an. Ich nehme den mit. Und dafür würde ich sagen, ab dafür und let's go! Moin ihr Lungen, ich hoffe euch geht's gut. Das sind hochwertige Metallplatten. Moin ihr Lungen! Fühle ich aber, Digga, Intros machen ist immer ganz unangenehm, ist immer mies unangenehm, bin ich ehrlich. Ja, das ist das Schlimme beim Stream. Moin, ihr Lungen, ich hoffe euch. On a road, this is what you're waiting for. Was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Moin Leute, Time ist hier. Wir spielen. Das neue Pokémon ist Open World. Pass auf diese Open World Kacke, das könnt ihr nicht. Ihr seid zu blöd dafür. Ihr seid zu dumm. Okay. Problem ist ab. Sorry, Unge. Pokémon haut pro Jahr 8 Games raus und die sehen alle aus wie Scheiße. Oh, guck mal, die krasse Grafik, Digga. Fühle ich actually irgendwie. Der, ich sehe jedes Mal, wenn ich neu nach 3 Monaten wieder auf Twitch komme oder irgendwelche Streams gucken will, wieder irgendein neues Pokémon. Und wieder irgendein neues Pokémon spielen. Sieht jetzt mal genau das gleiche aus. Ein paar neue Pokémon, aber gefühlt immer wieder das gleiche. Wo ich mir so denke, ja, perfekt, Digga. Da merkt man, wir sind fast 2023. Ich finde diesen Baum da ganz nice, den man einfach 14 Mal hintereinander sieht. Digga, wer leckt da denn? Heilige Scheiße, da kommt ein Kind mit 3 FPS auf mich zu. What the fuck? Als Kind hat man es echt nicht leicht. Ja, vor allem, wenn man so laggt. Digga, Travix schießt ja absolut, Digga, jeden scheiß Pokémon. Halleluja, ist er. Also, ich meine, Pokémon ist trotzdem Kindheit, aber. Ey, bei schon Aussagen, muss ich sagen, fühle ich ihn schon sehr. Digga, die gesamte Klasse ist denn los? Hat 2 FPS. Stell dir vor, du kommst in eine neue Klasse und deine Mitschüler haben alle nur 2 FPS. Digga. Mein Name ist Clayville. Sieht aus wie Romatran alt, stimmt. Das ist einfach Mutter in 20 Jahren, Alter. Stimmt, der die gleiche Brille, die gleiche Friese, die gleiche Bart. Freust dich worauf? Jetzt auf das Turnier. Hause weg, ja. Das kann doch nicht sein. Ey, bei der Woche. Ich weiß nicht raten, was ich getan habe. Weiß ich auch nicht. Gestern habe ich um 2 Uhr nachts mir spontan für 1500 Franken 2 PlayStation 5 gekauft. Ich bin doch krank. Hilfe. Mein ganzer Lohn weg. Ja, trotzdem, kriegst du 1500 Euro Lohn, Bruder? Junge, ich krieg einen Lohn von 670 Euro im Monat. Geil, Digga. Und du kriegst einfach 1500 Franken, kannst du 2 PlayStation kaufen. Ich habe mit meinem Lohn nicht mal eine kaufen. Perfekt, Digga. Aber gönn ich dir, Jimmy. Gönn ich dir. Bock WM auch schon die ganze Zeit. Digga, ich fahr nach Hause jetzt. Ich hab keinen Bock mehr. Welche Energie hier gerade ist bei euch auf jeden Fall. Wir gewinnen wahrscheinlich. Warte mal. Es fehlt doch jemand. Er ist drin, dem ist kalt. Achso. Lukas, wo ist euer vierter Mann? Ist drinne. Marcel wollte die ganze Zeit nach Hause. Er meinte so, Digga, ich fahr jetzt. Ich hab keinen Bock mehr, Digga. Ich baller jetzt noch die 400 Kilometer nach Hause. Ich glaub, der ist bekannt. Ich kann keine Schnürsenkel binden. Du kannst keine Schnürsenkel binden? Ja. Wirklich jetzt? Also soll ich dir helfen? Digga, wie kann man keine Schnürsenkel binden, Mann? Wie kann man sich keine Also, hör mal. Wie kann man sich keine Schnürsenkel binden können? Wow. Wie, also, sorry, aber da habe ich im Kindergarten gelernt. Also, ich meine, ich bin kein Profi im Schnürsenkel binden, aber ich weiß ja nicht. Ich glaube, mit 25 Jahren, wie alt der Typ ist, oder 20 oder so, sollte man das dann doch mittlerweile mal können. I guess. Naja, I don't judge. Ich kann es nur mit einer anderen Person, die mir die Welle fixiert. Was? Na, Jimmy, red doch nicht. Du kannst doch sicherlich Schnürsenkel binden. Da, also, jetzt enttäusche ich mich nicht, Jimmy. Also Schnürsenkel bind nicht bitte nicht, das kriegst du doch hin. Hä, und nee, und du willst, hab jahrelang diese Klettschuhe benutzt, was? Pass mal auf, halt mal kurz das Mikro. Du nimmst dein Band in jede Hand, verschnürst die Bänder ganz rasant. Das gibt's ja nicht. Der ist echt in einer ganz anderen Welt. Du kannst wirklich Schuhe binden. Trimax ist besoffen. Einer, der auf jeden Fall mitspielt, ist heute der liebe Max. Oh. Und der ist sehr, sehr fit, weil er auf dem Weg hierher schon mal ganz kurz angehalten hat. Warum denn? Ja, gestern haben wir gefeiert. Ja. Oh, das war's. Alter, Trimax, seine Tanzmoves, die sind einfach zu wild. Aber, I mean, er kann besser tanzen als ich, so von daher, I don't judge him. I'm sorry for you. Ich hab einen kleinen Kater. Mickey ist vermastet. Damn, boah! Zeig nochmal Mickey ganz kurz hier. Auch nochmal eine schöne Wurst reindrücken, ne? Sehen die uns? Die sehen uns.
Der ballert aber auch gut. Er ist auch gut in der Massephase. Er ist ganz tief in der Massephase drin. Ich habe auch, Digga, ich habe jetzt in den... Seit wann bin ich in der Massephase? Seit 2 Wochen ungefähr. Ich habe jetzt 3 Kilo, 4 Kilo zugemacht. Perfekt. Und das sind keine Muskeln. Also ein paar, aber großteils Fett. Egal, noch 2 Monate, dann gehe ich wieder in den Cut und dann wird das wieder besser, hoffe ich. Das Bild? Ich kenne das ja, wenn ich beim Event mitmache, ja. Bei Pokalen. Im Bett liegt da dann der Pokal? Ich nehme mit. Na gut, Micky sagt ihr. Und er hat ihn sich wieder gesnackt, der kleine... Ja! Da hat er wieder einen! Bad. Micky ist so wild. One night, a baby. Und mach mit den Tanz. Let's go. Tanz mitmachen. Ich kann den nämlich nicht, aber... Let's go. Ja, auf ganz wild. Ey, ich kann nicht mal die einfachsten Tänze. Aber Amar hat das nicht zum ersten Mal gemacht. Ich hab's noch nicht gehört. Digga, das ist halt absolut worldwide. Wer ist das? Ist das irgendein YouTuber? Influencer, irgendwas? Ja, ich glaube, ich habe es komplett verpennt, aber ich kenne den nicht. Wer ist das? Wer ist das, der Typ da? Ah, ich habe keine Ahnung. Der sieht einfach als aus wie Walter White, Mann. Knossi zu Besuch bei Bootser. Ja, Chat, ich bin halt Bootser. Ich bin Mob, der Knossi. Da kennt mich jemand. Einfach der Lel. 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 Tja, Knossi ist hier, Jungs. Durch das, ich komme gleich wieder. Richtiges Pumperkinderzimmer. What the fuck? Sind wir da? Ja. Boah, hallo! Jeder kennt ihn, oder? Ich hab den schon mal gesehen, ja, in irgendwelchen Tactics. Bootser, das ist der Wahnsinn. Ey, Bootser, sag mal, willst du mich verarschen? Du kannst doch nicht das gute Panini-Album als Tischunterlage nehmen. Ja, fühle ich. Eigentlich schon. Bei der WM, ganz ehrlich schon. Obwohl, nee, das ist von 2020, das ist asozial. Aber das Neue ist eigentlich für nichts Besseres gedacht. Alter, da blutet ja mein Herz. Oh Gott, ist das unangenehm. SOS, Attentat. Ein bisschen Spaß machen, du guckst da auf den Körper. Ich hab bei gar keinem auf den Körper geguckt. Ey, du weißt, du musst bei mir da keine Sorgen haben. Na, da bin ich ein bisschen eifersüchtig jetzt. Gucci, ich schwöre dich, jetzt ist aber gleich was los. Manni, das Mammut. Jetzt reicht's aber auch gleich hier. Was ist das denn für eine Tastatur, Mensch, Putzer? So ein, also, leck mich doch ein. Tell me what you know, by the motherfucker at the bottom. Schon ein bisschen die Ähnlichkeit da, bin ich ehrlich. Also die Frisur ist schon sehr ähnlich gewesen. Ey, Schatz, das ist nicht dein Entschuldigung. Tisch. Der guckt zu. Entschuldigung, Bootser, kriegst einen neuen. Schatz, der Bildschirm ist auch schon voll gerockert. Nein, ist er nicht. Doch, hier. Upsala. Überleben. Armer Bootser, Digga, also der ganze Setup wird zerstört von Knossi, weil er ihm einmal sagt, dass er von da streamen kann. Ganz asozial. Überleben. Ja, aber ich wollte es doch nur ein bisschen. Es ist nichts runtergefallen. Nein, Bootser. Ist nicht runtergefallen. Schuhe, ich bezahle die Boxen. Ich bezahle das alles. Chef, da fliegt ein Bildschirm runter, wie nein, bei nein, dir nein, zu Hause. Das, ja. Mir ist der 27 Zoll iMac einfach vom Schreibtisch gerutscht. So, da steht. Der, was macht Knossi denn, Mann? Der, die arme Gerätschaft vom Bootser, Mann. Was ist das? Das ist asozial. Ich wollte eigentlich mal Warzone anschauen, aber ich bin ganz ehrlich zu euch, mich lockt das Game jetzt nicht so krass. Ich warte. Ey, Warzone ist actually ein geiles Game, es macht Bock. Also es ist sehr stressig, aber ich habe die letzte Zeit echt viel gezockt, macht echt Bock. Also ihr kriegt zwar sehr viel Aggression, aber ist echt geil. Also wenn ihr mal Bock habt, ein neues Game zu zocken, Warzone, kann ich empfehlen. Ich hatte 4 Minuten, um in das Spiel reinzukommen, dann bin ich im Spiel und die Lobby leckt wieder. Der Laggy lobt. Da hab ich keinen Bock drauf. Ist auch geil. Das ist aber schon immer so in Warzone gewesen, Digga. Du wirst immer schon von deinen Helikoptern gefickt, wenn die nur die kleinste Ecke berührt haben. Wurde gesniped. Ich spreche jetzt nur noch in Reimen und es gibt kleine Kinder, die weinen. Oh yeah! Jeff Strobel. Weihnachtsmusik, Junge. Wir haben den 20. November. Ich spiele auch mal gerne Chamber. Und wenn ich im Fitness bin, bin ich ein Member. Und das ist auch der einarmige Händler. Und wenn ich mich hier festhalte, ist das ein Geländer. Und Fernsehen empfange ich über einen Sender. Und das ist ein Bildschirm, nennt man Render. Komm, du bist doch
sein Rumgereim. Digga, seine Reime sind halt schon sehr bodenlos, bin ich ehrlich. Reime geht mir richtig auf den Pisser. Ah, ich fühle das Gereime, Digga, weil die Reime sind absolut genauso schlecht, wie Reime sein würden, wenn ich reimen würde. Von daher, kann ich ihn nicht judgen, bin ich ehrlich. Perfekt. Die Verbindung ist so sexy. Ich sehe über. Also, ja. Ja, ich glaube, also ich werde sowieso offline gleich gehen, weil wenn ich jetzt das Update runterlade. Ich lade den neuesten Traffic. Ja, perfekt, Digga. Das ist Müll, Digga. No, absolut das. Genau das, Digga. Micky, das ist wirklich der Truck. Ein Held. Perfekt. Muss ich da durch? Digga, guckt euch das an, man kommt nicht raus. Digga, guckt euch das an, man, ich kann nicht raus. Weil der, Digga. Kickt euch alle mit dem. Ich bin ehrlich, ich fühle seinen Bruch sehr. Gar nichts ist das. Modern Warfare. Digga, auch so gottlos, Digga, dass man einfach eine Minigun, also so ein Juggernaut-Kackwaffe haben kann, Digga. Ich wurde damit schon so mehrfach ehrenlos getötet. Ich meine, man chippt ja so schon schnell, aber mit dieser Minigun, du wirst aber komplett aus seinem Leben genommen. Das ist richtig asozial. Aber es ist ein gutes Spiel, das Game. Ja, aka Warzone 2. Nice. Geschmeidig. Halbe Stunde rumgelaufen, für nichts und wieder nichts. Ich bleib bis morgen wach. Ich kann alle knacken. Da bin ich wieder. Alter, Max, guck mal kurz in meinen Stream, wirklich. Holy sch. Du hast nicht geguckt. Mods einmal Revi 2 Wochen Timeout für Eigenwerbung. Halt, du sch. Autsch. Junge, ich wollte nur was zeigen. OMG. Ey, Revi Zuschauer, holy sch. Guck mal bitte ganz schnell meinen Stream. Mann, du Schwanz. Was? No way! Ey, auch alle Leute von G-Time, kommt mal ganz schnell rüber. Was? Was? Ey, Revi, ohne Witz, hoste mich mal bitte ganz schnell. Der Trimax ist so ehrenlos teilweise, aber fühle ich. Und Revi, der Arme wird immer gemobbt. Naja, was soll's. Das war's mit dem YouTube-Video. Haut rein, meine Guten. Und wir sehen uns.